würde dann nochmal eine Runde knacken gehen und dann Weißt du? knacken. Ne? Umgehen. Ins Bett legen, hinlegen, Achso. Augen zu, wegkratzen, Nacht durchsnickern. Ja. Ja. Okay. Bin auf dem Weg. Finde ich Nee, ich gut, überlege, Kevin. was ich vorher sagen wollte, bevor du mich missverstanden hast. Ach, ich wollte Benny eine Frage stellen. Wie ist es denn mit diesen Steinwegen? Sind die wirklich, kosten die wirklich keine Steine und du brauchst nur die Stonecutter? Kosten ein Holz. Ein Stein. Ein Holz haben. Echt, ja? Okay, das ist krass. Komm Also muss her! man sich tatsächlich. Also muss sowieso vorher den Boden einebnen, richtig glatt. Hm? Und dann eben einfach nur die Steinwege draufsetzen. Okay. Da muss man eben immer vorher schauen, dass man sich vorher überlegt, wo man die Steinwege hinbaut, weil ich weiß nicht, ob man es zurückbekommt, wenn man es wieder abbaut, quasi. Ja, miesen, ey. Dann müssen wir da auf jeden Fall vorsichtig mit sein. Und Ja, Kevin, also ich ab würde jetzt sofort die keine ganzen. Steine mehr wegwerfen, wenn du irgendwie auf Kupfertour bist. Auch mit Das vier Kupfer, Steinen was oder du was? gefunden hast, hattest du das schon Mhm. abgebaut oder hattest du es nur erstmal markiert? Wie war das? Beides. Ich habe sowohl abgebaut als auch Ah ja. neue Vorkommen gefunden. Wo hast du das denn gebunkert, mal so gefragt? Das ist in dem. Na? In dem Portal, was zum Dunkelwald geht, glaube ich. Ach, hier hinten, in ganz schön Höhe. Wo? In ganz schön Höhe muss das liegen. Was? Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja. Bist du schon Der. da? Nicht in ganz schön Höhe, oder was meinst du? Achso, ne, das meinte ich. Kann das sein, du guckst nach oder so? Ich hab geguckt. Also, ich gehe jetzt nicht hin, Ja. nö. Ich glaub dir, dass das dort liegt. Ich bin mir nicht Alles gut. hundertprozentig sicher. Aber. Ansonsten schick's mir einfach mal. Ich würde das Kupfer ranholen, würde ich halt dann wieder offscreen machen. Das ist halt immer so sinnlos. Ach so, Mensch, was ich noch vorhin erzählen wollte, ist mir völlig untergegangen. Ich glaube, Benny habe ich schon mal erzählt, aber Kevin noch nicht. Du erinnerst dich ja, dass wir damals auf dem Weg zum Uralten durch so ein Mountainbiom gefahren sind und kollektiv gestorben sind am Schnee. Ich habe mir mal, als ich das Eisen zurückgeholt habe, die Mühe gemacht, unser Schiff da zu recovern. Und die Gräber zu looten, das ist also auch wieder da. Und es war eine interessante Erfahrung, weil ich habe es ohne Frostmet gemacht, weil ich dachte, ich schaffe das schon mit Gesundheit. War gar nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Aber naja, hat funktioniert. Wir haben die Eisennägel wieder. Quatsch, die Bronzenägel. Apropos Eisenjäger, das ist eine super Überleitung. Ich würde fast sagen, ihr kommt mal runter in die Schmiede und dann machen wir ein bisschen Ausrüstung, oder? Als nächstes. Das ist eine übelst gute Idee. Ich bin auf dem Weg, Kevin. Ich bin Ich schon weiß. sowas von hyped auf die Eisenausrüstung. So. Wir müssen es aber, wie gesagt, ein kleines bisschen einteilen. Also wir können es nicht hier wild drauf los ausrüsten Knüppel. wie die Wilden. Sonst, Alles andere ist mir Hupe, ich brauche als erstes meinen Knüppel. sonst reicht's nie. Also du kannst ja erstmal Eisen rausnehmen, Knüppel ist auf alle Fälle drin. Geil. Eisen, 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 Eisen. Da ist Eisen. Heiliger Bimberino ist da viel Eisen. Die Sieht noch Question ist ja, sieht nach natürlich. viel aus, aber. Also ich würde mir tatsächlich ein Schwert und einen Bogen herstellen. Was brauche ich denn noch für meine Iron Mace? Ich brauche noch drei Leather Wobei. Scraps. Kann mir die jemand besorgen? Ja, ich hole mal welche. Das Brauchen ist wir sonst, super guck lieb. mal durch, brauchen wir sonst auch für die Rüstung noch was? Ich gucke mal, mit Rüstung müssen wir wie gesagt mal sehen. Also Deerhide wahrscheinlich brauchen wir für die Rüstung. will sich Wenn wir jeder, es bauen. Und für das ja. Eisenschwert brauchst du auch Leather Scraps. Also bring mal Leather Scraps und Deerhide mit. Brauchen wir auf jeden Fall. Holz habe ich noch dabei. Daran scheitert es jetzt nicht. Richtig. Mir fällt So, gerade auf, dass ich mein Haus ein bisschen in Fokus gerückt habe hier in der Schmiede. Das war gar nicht so wirklich geplant, aber es ist halt nun mal das, wo man nicht so gerade drauf schlimm. guckt. Also, Benny kann sich auch erstmal ins Deck rausnehmen. Wir müssen, wie gesagt, ich muss das ein bisschen ordnen, sonst nicht, dass wir hier Ja, der einer Schmied hat alles die und Hoheit ab. über die Verwendung des Metalls. So, Alles also gut. Matze, hast du dir jetzt. Du machst dir erstmal deinen Knüppel hier. Ja, ich warte nur auf die Leather Scrap sozusagen. So, ja, ich leg's mal hier. Na, theoretischerweise kann doch, also ich eigentlich, wir haben doch jetzt da drin
über 300 Eisen. Dann nimmt sich jeder 3 Stacks raus und baut mit den 3 Stacks das, was er will. Sind nicht über 300 Eisen, das sind 280, aber... Was meinst du mit 3 okay, Stacks? Ist bei dir ein Stack jetzt 100 oder? 30. Nee, ein Stack ist 30 bestimmt, mein okay. Ja. Na gut, da kommst du aber nicht weit, wenn du nur ein Stack hast. Nee, 2 Stacks wären es dann. Aber dann ist es ja tatsächlich auch nicht so viel. Sag ich ja. Also, mal kurz. Wir können nicht so machen, wie Benny gesagt hat. Von mir aus. Ja, dann nimmt sich 2 weg und dann gucken wir, was übrig bleibt. Ja, können wir gerne machen, klar. Können wir gerne so machen. Was sagst du jetzt so? Dass wir uns quasi beide wieder vorlassen wollten, dann aber trotzdem beide angefangen haben zu reden. Das macht aber nichts. So. Ich wollte nur kurz vergleichen. Meine Bronze Mace, also mein Bronzeknüppel macht... Wo steht's denn? Blunt 41. Und die Iron Mace auf Stufe 1 macht schon Blunt 55. Also ich gehe davon aus, dass ich jetzt richtig fies austeilen kann. Und die Krautsberge One-Hitte. Hoffe ich. So... Da brauche ich aber auch noch ein bisschen Dierheit, stelle ich gerade fest. Also hat sich jetzt jeder 2 weggenommen erstmal, oder was? Jo. Ich würde halt auch ein kleines bisschen noch da drin lassen, tatsächlich. Ich würde nicht alles sofort raus. Ja, würde ich auch, weil ich glaube gerade so Nägel und solche Geschichten, wenn wir uns doch mal ein größeres Schiff bauen wollen, für den Fall, dass wir dann irgendwo hinsuppeln wollen. Ist ja auch gerade der Bogen nicht mal so überragend gut am Ende. Was ist nicht gut? Der Bogen, der macht doch jetzt nur einen mehr Schaden. Nee, ich will es. Oder nee, weiß ich nicht, aber wir brauchen 100 Eisennägel, also das ist... Ja, aber du kriegst ja viel. Pro Eisen 20 Nägel raus, glaube ich. Das heißt, wir brauchen 5 Eisen übrig. Okay. Für was brauchen wir die Eisennägel dann? Für das große Schiff. Für das Schiff. Achso, ja. Dann ist meine Rüstung auf 38 gestiegen. 29. Ah, Benny ist im Bronzezeitalter angekommen. Ich habe jetzt bewusst mal die 8 Eisen rausgenommen. Das sind die ich gerne aufheben würde für sonstige Sachen. Die habe ich erstmal bei mir ins Inventar gepackt. Ja, also wir können halt auch gerne wieder ein bisschen Eisen zusammensuchen. Ich sehe das jetzt nicht kritisch, weil wir brauchen sowieso noch was. Das wird nicht reichen. Ja, also Frage, wir brauchen definitiv. So, habt ihr jetzt erstmal eures verbraucht, oder? Ich habe jetzt erstmal meins verbraucht. Ich bin glücklich, könnte ich kaum sein, glaube ich. Gerade. Kriege ich dann noch ein bisschen Leather Scraps? Sind in der Eisenkiste. Die sind da drin. Why? Weil ich, wenn man das da ein bisschen tauschen kann. Nein! Muss euch das ich nicht kann mich nicht umdrehen! Ach komm! Da musst du erstmal was wegwerfen, würde ich sagen. So, ich gehe mal mein Inventar ausleeren, weil ich habe hier ziemlich viel Schnullifutz dabei. Hier mal mein Schwert aufhängen, mein Bronzeschwert. Und man merkt, dass wir hier viel gebaut haben, weil meine Framerate ist immer ein bisschen am Kämpfen hier im Dorf. Also es ist jetzt nicht so, dass es ruckelt oder dass ich es nicht spielen kann, aber man merkt einen deutlichen Unterschied zu unbesiedelten Gebieten. 41 und das macht 55. Holy shit, ist das Eisenschwert besser. Mann, oh Mann. Das ist ja um Längen besser. Okay, ich glaube, es ist doch ein Kistenbug, oder? Ich krieg die Harzkiste nämlich gerade auch nicht auf. Ich glaube, das ist wirklich ein Bug, ja. Das ist faszinierend. Das ist doch. Ich dachte, es liegt möglicherweise wirklich am Server, aber nein. Nutzen. Die Kohle, die ich wo auch immer her habe, die gebe ich dir mal. Achso, die hatte ich aus der Küche, die gebe ich dir mal zurück, Benny. Wo lagerst du denn deine Kohle? In der rechten oberen Kiste, aber da ist sowieso nicht mehr so viel Ordnung drin. Da ist auch gar kein Platz mehr. Da. Deswegen lege ich die Kohle. Naja, für die Tränke brauche ich Kohle. Achso, nee, wusste ich nicht tatsächlich. Ich finde es sehr schade, dass man Rüstungen noch nicht auf einem Item-Stand oder so platzieren kann, weil ich würde meine Bronze-Rüstung gern irgendwie aufstellen bei mir. Ich glaube aber, es wird kommen. Also da lehne ich mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das wird wahrscheinlich kommen. Wie viele Sachen habt ihr euch jetzt eigentlich hergestellt? Ich habe mir jetzt den Knüppel hergestellt, einmal einen Harnisch und einmal Beinkleider. Ich glaube, damit bin ich jetzt auch erstmal echt gut dabei. Also. Ich würde meinen. Wie viel Eisen haben wir dann noch? Wie viel Eisen haben wir dann noch übrig, wenn wir damit dann durch sind? 90. Also könnte sich sogar jeder noch was herstellen von mir aus. Ich hab da nichts dagegen. Na, der Eisenhelm wäre jetzt noch das letzte, was mir fehlt, aber. Der kostet 20. Also, ja, ich meine, wenn wir es haben, wieso nicht? Was brauchen wir dafür noch? Brauchen wir noch irgendwie Leather Scraps oder so ein Schnuppel?
Eisenhelm, Hirschfell. Dürfte noch da sein. Ja, ja, das habe ich gerade. Ja, nee, da mache ich mir gerne natürlich noch einen Eisenhelm, da sage ich nicht nein. So, wartet. Ich gebe dir gleich das Hirschfell. Warten, bis Benny fertig ist. So, dann mache ich auch noch die. Noch simultan an die Schmiede. Nein. Ich vermute mal, es werden wahrscheinlich im nächsten Update schon. Ja. Du kannst simultan, das ist nicht wie bei Kisten. Ich vermute mal, es wird im nächsten Update passieren, dass wir da so, so eine Art Rüstungsstand sehen, wie wir es jetzt schon von Minecraft kennen. So, wo ist Matze? Der wollte von mir Hirschfell haben. Ja. Das werde ich dann ausnutzen, um die Bronzerüstung, die ich hatte, quasi zu... mal auszustellen. So, wie viel bringt der im Vergleich zu... Der hat Armor 8 und der hat Armor 14. Alter! Naja. Krasser Shit, also, ey. Das überrascht Sachen mich. Bringt schon deutlich mehr. Also wirklich richtig. Deutlich mehr. Der Helm jetzt, oder was? Ja, ja, da bringt 4 mehr als der Bronzehelm. Das ist im Vergleich, das ist echt viel. Ich glaube, ich kann jetzt problemlos einen Troll mit meiner eisernen Faust fisten. Also, geil. Okay, that escalated quickly. Ich würde mal noch folgende Sachen herstellen. Und zwar, eine Eisenspitzhacke. Bringt die uns jetzt tatsächlich Vorteile erstmal, oder? Weiß ich nicht, nee. Aber wir haben noch genug Eisen. Oder wir haben noch genug Eisen, aber auf der anderen Seite kann man sich auch ein Eisenschild erstellen, das kostet nur 8. Gibt's eigentlich auch ein kleines Eisenschild, so wie den Bronze Buckler, oder ist... Es gibt ein kleines, das kostet 8 und es gibt ein großes, das kostet 10. Das klingt für mich erstmal vernünftiger als die Eisenspitzhacke, ehrlich gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch alle ein Schild herstellen. Zumal wir ja vor kurzem erst... Da brauchen wir aber Edelholz. Das ist kein Problem, das kann ich besorgen. Das hole ich. Und während wir hier noch am Herstellen und Upgraden sind, können wir uns ja schon mal kriegsratmäßig überlegen, was denn jetzt unser Ziel ist mit unserer neuen Ausrüstung. Schnitzeln. Ja, das ist... Das ist scheiße. Ich komme nämlich... 35. Habt ihr denn eine Lösung für den Kistenbug? Nee. Weil es ist die Feinholzkiste, in die ich gerade nicht reinkomme. Ich hab eine Lösung. Wir bauen die nicht ab. Das ist die einzige Lösung, die mir eingefallen ist. Ich probiere es erstmal mit einem gesmoothten Reconnect. Okay? Und dann können wir es immer noch abbauen. Okay. Sind jetzt alle weg? Warum? Ich wollte mich eigentlich nur ausloggen, um zu testen, ob dann der Kistenbug weg ist, aber Benny wollte nicht abwarten, ob ich positive Rückmeldung gebe. Hat es einfach selber auch probiert. Ja, aber wenn der Kistenbug dadurch weggeht, müssen wir ja auch nochmal ausloggen. Ne? Das läuft sich jedenfalls nicht. Er geht dadurch nicht weg, nee. Tragisch. Wir haben keine Wahl, das die Kisten abzubauen, erstmal, solange wir den noch haben. Dann wird es dich sicher freuen, dass man die auch nicht abbauen kann. Also warte mal, es ist halt wieder Serverlag. Ich weiß es nicht, ob die jetzt gleich zerspringen. Sieht nicht so aus, ne? Das ist natürlich blöd, dass jetzt die Feinholzkiste damit nicht zugänglich ist. Es ist auch das erste Mal, dass mir das passiert. Ehrlich zu sein. Das heißt, ich müsste jetzt mal irgendwo gucken, dass ich eine Birke geschlagen kriege, obwohl eigentlich die Kiste voll Feinholz ist. Guck mal in meinem Haus unten, vielleicht habe ich da noch welches liegen. Guck mal, ich gehe in der Zwischenzeit mal in Richtung Wald und schlag uns schon mal eine Birke für den Fall, dass da nichts mehr ist. Du kannst auch gerne bei mir im Haus in den Kisten gucken, vielleicht habe ich auch noch was. Wie sieht's da bei Kevin aus? Ich überlege auch gerade, ich gucke einfach mal rüber. Wir gucken einfach alle mal. Hm.
Ich geh mal rüber, mal sehen. Aber ich glaube, ich habe solche Sachen ins Lager getan bei uns allen, aber bin mir gerade nicht sicher. Wenn, dann hoffe ich, dass dieser Bug schon adressiert wurde von den Entwicklern, weil der ist ja echt problematisch, weil wenn man wirklich wichtige Sachen in Kisten hat. Wie war's denn beim letzten Mal, Benny? Der war dann irgendwann weggegangen, ging irgendwann einfach weg. Okay. Also wie gesagt, ich hatte den bis jetzt noch nie, es ist das erste Mal jetzt, dass ich das, dass ich diesen Kistenbug habe. Sei froh. Bin ich. Das letzte Mal erst. Also vorher hatte ich den auch noch nie. Verwundert mich das jetzt auch, dass er so... Nee, ich habe auch kein Edelholz mehr. Ist der Bug denn schon mal aufgetreten, bevor wir hier den Server hatten? Also als wir bei mir gespielt haben? Warum mit deiner Kiste neben deinem Bett 3 Knüppel liegen, Matze? Witzige Geschichte dazu. ich wollte Holzpfeile bauen, weil unser Dorf von Trollen angegriffen wurde. The ground was shaking, während ich da gerade irgendwas gewerkelt hatte. Und ich wollte in Panik schnell Holzpfeile herstellen. Ich habe auch auf Holzpfeile geklickt, aber er ist wieder zurückgesprungen auf Knüppel. Ich habe es aber nicht gemerkt und habe halt hergestellt. Und habe mich schon gefreut, oh cool, die Holzpfeile kosten ja nur 6 Holz, haben sie wahrscheinlich angepasst nach unten. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich 3 Knüppel hergestellt habe. Die waren mir aber auch zu schade zum Wegschmeißen, so als Zeichen der Schande. Sagt so, als Knüppelmatze musst du ein paar Knüppel in deiner Kiste haben. Richtig, als Knüppelmatze passt es eigentlich ganz gut, wenn man da ein paar Knüppel auf Lager hat. Deswegen habe ich einfach ein paar Knüppel neben meinem Bett liegen. Das ist die Story dahinter. Schöne Story. Finde ich gut. Hat viel Schönes. Ja, ist was, was man da so erzählen kann. An einem ruhigen Abend. Am Lagerfeuer. Ein Urenkeln. Dadurch, dass ich hier schon relativ viel Holz weggekloppt habe, muss ich ein paar Meter gehen, um eine Birke zu finden. Das ist ein bisschen blöd. Also in unseren Kisten war nichts mehr, ne? Nee. Okay. Über den Fluss drüber sind noch Birken, beispielsweise. Laut Reddit hilft ein Neustart des Servers. Ein Neustart des Servers. Okay, das werde ich mir mal merken für nach dem Stream. Das ist, glaube ich, also wenn es jetzt nicht super akut wird bei uns und wir an irgendwas gar nicht mehr rankommen, würde ich das jetzt quasi nach dem Stream mal machen. Damit es fürs nächste Mal vielleicht einfach, oder da müssen wir das nächste Mal dran denken, dass wir vor dem Stream einfach den Server einmal kurz neu starten. Ihr könnt mir ja schon mal sagen, wie viel Edelholz ich jetzt sammeln muss. 35. Pro Person oder insgesamt? Insgesamt. Insgesamt. Okay. Ich habe 9. Und wenn meine Ausdauer etwas mehr hergeben würde, hätte ich schon mehr. Die eine Hopfkiste hier geht auch nicht auf. Nee, das Problem hatte ich vorhin ja auch schon. Die ging aber heute definitiv schon mal auf, weil ich habe ja, bevor wir den Stream gestartet haben, die ganzen Fackeln neu beharzt. Oh, ein Gräuling, los, spüre meine Wut. Willst du mal meinen neuen Eisenknüppel spüren? Nee, das sind jetzt irgendwelche Knüppel hier. Na gut, lassen wir das. Oh, doch, er wollte. Du hast ja keine Ahnung, wie er wollte. Nee. Nee, auf Brot drüber. So, wie viel haben wir denn? 22. Kommt der Sache näher. Das sind zu wenig. Du siehst auch immer nur das halbleere Glas, oder? Ja. Dabei ist es ja nicht mal mehr halb leer, es ist ja schon über die Hälfte. Alles klar, Baum. Oh, ich hatte was so Schönes, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Nee. Als ich einen Baum geschlagen habe, ist der allen Ernstes auf einen Krautzwerg draufgefallen und hat den umgenietet. Das ist mir sogar schon mal im Stream passiert, Kevin. Ich glaube, letzten Stream ist es passiert, als wir in dem Sumpf gelandet sind. Hab ich auch gerade einen Baum... Hab ich nie zugehört, oder was? Du warst sogar indirekt dran beteiligt, also du hast gerade den, ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein Skelett oder auch ein Krautzwerg, gegen das hast du gerade gekämpft und dann kam ein Baumstamm, den ich gerade gefällt habe, von hinten angerollt und hat dir die Arbeit abgenommen. Ja, nett. Ach, jetzt habe ich auch den Bug wieder, dass ich nicht sehe, wie der Zustand meiner Sachen ist im Inventar. Ja, den hatte ich vorhin auch. Ging der weg, oder? Ja. Also die dedizierten Server scheinen ein bisschen buggy noch zu sein. Aber wir müssen uns auch ins Gedächtnis rufen, dieses Spiel ist Early Access. Es ist so early, dass es schon wieder late ist. Das ist ganz spät im Early Access. Irgendwie so. Ja.
So. Ich hatte gerade 34, jetzt reicht's. Oder wie Benny sagen würde, ich hatte noch eins zu wenig. 36 brauchst du, ne? Ich habe jetzt 44, das sollte, denke ich, ausreichen. Könnte reichen, ich denke, da können wir was machen damit. Ich habe auch gleich noch ein bisschen normales Holz mitgefahren, weil das fällt halt da als Abfallprodukt immer so ab. Es fällt ab, ne? Was willst du machen? Ist so. Man will es nicht, aber... Und dann gehe ich mal zurück zum Portal und dann können wir uns ein wundervolles Eisenschild bauen. Das konnte man farblich variieren, habe ich recht? Das stimmt, ja. Geil. Finde ich ja immer, finde ich immer richtig geil. Verstärkter Schild war das, ne? Vom Namen her, ja. Ich glaube, du bist der Einzige, der das Spiel gerade auf Deutsch gestellt hat, deswegen können wir das nicht genau sagen. Ich habe es eigentlich nur deshalb auf Englisch gestellt, weil es einfacher ist, dann im Wiki Artikel zu finden. Wenn man irgendwas sucht, zu irgendeinem Item, was man damit machen kann zum Beispiel, dann ist es einfacher, wenn man das auf Englisch suchen kann, weil ich glaube, es gibt noch kein deutsches Wiki dazu. Jedenfalls nicht in der Qualität wie das offizielle. Mhm. Aggressives Wildschwein, Alter. Was willst du von mir? Spür meinen Bronzeknüppel. Eisenknüppel an. Eisen, 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 Eisen. Weil... Also es gibt mindestens zwei Schmiedeverbesserungen noch. Ja, die Schmiede kann man weiter upgraden als die Werkbank momentan. Bin mir noch nicht sicher, was das dann bringt, um ehrlich zu sein. Na, es gibt ja auch noch andere Metalle. Das Schwarzmetall, was wir jetzt schon einmal gefunden haben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man dafür die Herstellung dann einfach mehr, also eine höhere Schmiede braucht, ein höheres Schmiedelevel. Aber das ist wieder sowas, dafür würde ich ins Wiki gucken. Wo liegt denn das Schwarzmetall? Ich glaube, das liegt noch oben irgendwo. Nee, das liegt bei einem, das liegt bei dem Kupfer, glaube ich, mit. Warum? Im Dunkelwald. Oder nee. Oder liegt sogar. Ach so. Stimmt gar nicht. Nee, stimmt doch, ja, ja. Es liegt in den Sümpfen, so ist es richtig. Irgendjemand hat jetzt irgendwie zu viel. Was denn? Feinholz, ich habe nur noch 14. Gib mal her. Zack. Danke. Hä? Ich hab's gar nicht gekriegt. Tragisch. Hä? Aber du musst Feinholz haben. Ich hab kein Edelholz, ne. Wie viel braucht ihr? 15? Oder? 10. 10. 10. Hm? Ich überleg halt, ob ich so ein Tower Shield baue. Wäre mal ein Versuch wert. Mir würde die Funktion zu parieren, glaube ich, fehlen. Also, dass man die Gegner damit nicht mehr stunnen kann. Ist hier irgendwo noch eine Fackel, die ich beharzen kann? Ah, ich habe gar keine Harz. Nee, dann nicht. Weil die Scheune ist mir gerade ein bisschen dunkel. Da müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir mal ein bisschen Licht machen hier in die Scheune. Das geht so nicht. So, wir hatten jetzt noch kein Schild, Matze. Ich wollte warten, bis Platz ist. Ich weiß, ich hätte rangekonnt, aber ich möchte euch hier nicht im Weg stehen. Bandit Shield heißt es, ne? Da fehlen mir 8 Eisen, stehe ich gerade fest. Die sollte ich mir vielleicht nochmal aus der Kiste nehmen. Ja. Jetzt Bonded Shield, dann gucken wir doch mal. Ach so, das ist der gleiche Style. Welches nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme das. Welches nehmt ihr denn? Welchen Style? Habt ihr schon einen gewählt? Blau-Weiß. Benny? Ich würde mit dem Tower Shield. Ach, dann ist ich es ja. Ich würde es mal egal. Probieren. Und da einfach mal versuchen, dann ich vielleicht das zu. Ich probiere es mal. Mal gucken. Dann nehme ich das und mein Bronze Buckler kann damit auch in die Asservatenkammer. Hast du jetzt noch Eisen, Benny? Ja. Nee. Was? Achso, ist schon wieder ja, markiert. Dann habe ich gemerkt, dass ich doch keins habe und habe Nein gesagt. Und ich lege das Holz jetzt mal in die Steinkiste, weil ich komme in die Holzkisten, die leer sind, nicht ran. Oh, dead. Ist halt jetzt leider so. Uralter Rindenspeer. Bronzespeer. Right. Ich habe noch eine Trophäe. Haben wir uns denn eigentlich schon entschieden, was wir machen? Nee, ne? Wir haben immer noch schön drumherum gedruckst. Also ich würde tatsächlich den Uralten mal probieren. Um ehrlich zu sein. Den Uralten sagst du. Klingt nach einem guten Plan. Würde ich mich über ein paar Feuerpfeile freuen.
Ja, ne? In der Hoffnung, dass in der erreichbaren Harzkiste noch genug OB. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt sind wir an einem Punkt. Das ist alles in der anderen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir an die andere Harzkiste rankommen. Ich bin am überlegen, ob ich den Server mal kurz neu starten soll. Das hilft, halt glaube ich, nicht. Also ja, es ist gerade ein bisschen nervig, weil wir brauchen halt alle Kisten. Was Benny sagt, es hilft nicht. Es hilft jetzt nicht, das so weiter zu versuchen. Ach so, musst du den das meinst starten, du. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir loggen uns alle mal aus. Auf YouTube gibt es einen kleinen Cut und wir schneiden euch wieder dazu, wenn der Server wieder da ist. Weil das müsst ihr euch ja jetzt nicht angucken. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal, wie die Zugangsdaten waren. Wow, Benny, du siehst aus wie so ein scheiß Drecks-Lifeguard-Vieh in Minecraft Dungeons. Da kriege ich ja richtige Flashbacks hier. Die haben auch immer so große Schilde. Muss ich dir mal ganz kurz aus der Hand kloppen, danke. Aber das ist echt riesig. Also das Eisenschild ist größer, als ich dachte. Ich dachte, das hätte ungefähr die Größe von einem Holzschild. Das ist ja ein ganz schöner Oschi, Mensch. Oh, sieht cool aus irgendwie. Ja, sieht richtig also, cool aus. Ja. Ah, okay, das hat sich, also die 5 Minuten haben sich gelohnt. Übrigens, willkommen zurück auf YouTube. Ihr habt das, den ganzen Hassel jetzt gar nicht so wirklich mitbekommen. Aber der Server läuft wieder, er flutscht wieder. Es läuft doch gleich wesentlich flüssiger hier, aber ich glaube, das liegt nicht am Server-Neustart. Das liegt daran, dass ich kurz offline war und er es aus dem Speicher rausgehauen hat. Jetzt habe ich vergessen, wofür wir das Harz wollten. Das ist echt eine gute Frage. Benni, weißt du es noch? Wolltest du die Fackeln bauen bei der Scheune? Nee. Es war irgendwas Ausrüstungsmäßiges. Ist so, ne? Oh, scheiß Alzheimer. Furchtbar. Was kann man denn mit Harz bauen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wir haben irgendwas haben wir gerade gesagt, wofür Feuerpeile. Wir Feuerpeile! Oh, Gott sei Dank, ey. Oh! Dieser insane Struggle, ich sag's euch, Leute. Danke. Massive is the real pain. Ich würde für euch gleich halt welche so mitmachen, oder? Für Feuerpeile. Das wär so super. Ich habe jetzt 27 gefunden, aber das ist halt doch nicht so viel. Gefunden? Ich habe absolut gar keine Pfeile im Inventar. Hey, was brauche ich denn für die Feuerpfeile, sag mal? Harz? Holz? Hab ich. Was Feinholz? Nee, never. Federn, das fehlt. Na, da haben wir aber genug. Da haben wir genug, das stimmt. Gott sei Dank. Oh, es wäre uns garantiert beim Uralten eingefallen, ne? Was? Nicht, dass wir Feuerpfeile machen wollten. Ach so, ja. Also, safe. Hast du, gehen wir jetzt in Nordwesten hin? Ja, ne? Ich würde mal die andere probieren, den anderen Spot, weil da muss man hoffentlich nicht hinschwimmen. Der Gräuling hat meine Werkbank zerdonnert. Ja, das machen die mit Wonne. Ich mach gleich hier was ganz anderes mit Wonne. Alles klar. Hey, übertreib's halt. Aber mit dem Eisenschwert one-hitted man die. Anstatt two-hitten mit dem Bronzeschwert. Also die Gräulinge habe ich mit meinem Dingens bis jetzt immer one-hitted. Also auch mit der Bronze schon, weil die sind ja, glaube ich, anfällig gegen Plant-Damage. Aber da kannst du mal sehen, was das Eisenschwert so ausmacht, ne? Ja, also Eisen, also von Bronze zu Eisen ist echt nochmal ein großer Schritt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so groß ist. Ich mache mir auch mal noch ein paar Holzpfeile. Das würde ich sagen, macht jeder für sich, wie er es braucht. Ich habe jetzt für jeden 60 Feuerpfeile gebaut. Es dürfte reichen, denke ich mal. I think so. Haben wir ja noch. Kann sich auch noch mal ein paar Heilungstränke mitnehmen. Habe ich auch gerade gedacht. Das kann nicht schaden. Wir sind ja diesmal wesentlich besser prepared für den Uralten. Ich lege euch die Pfeile mal nicht in die Kiste, nicht, dass sie wieder nicht gehen. So, dann hätten wir da ein Stack. Das hat sich gerade, glaube ich, Benny schon gesnackt, oder Kevin? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich brauche auch keine. Es waren noch welche in den Kisten, die habe ich mir erstmal mitgenommen. Okay, dann kann ich dir noch mehr geben, Kevin. Nice. Gewonnen. Dann nimmst du die auch gleich noch. Danke, Junge. So. Oh, wisst ihr, was wir dann mal machen könnten? Wenn wir keinen Bock mehr auf Baumess haben, wir können uns so einen Frostschutz mit zwischen die Binde gießen und können mal ins Bergbiom gehen. Das würde ich tatsächlich machen, ja. Auf jeden Fall. Da will ich hin.
hinter die Binde gießen. Ich dachte, was hat er denn jetzt vor? Gießen wir uns eh hinter der Binde und dann machen wir erstmal einen Drunk-Stream. Da können wir richtig schön hier so ein Frostschutz mit reinsnickern und dann geht's los. Machen wir einen Drunk-Stream, da sehe ich uns. Das ist echt so.